Oh. Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute beginnen wir mal mit ja gleich mehreren Rätseln. Fangen wir an. Ich möchte von euch wissen, was war das? Hä? Du? Genau. Das war gestern ein richtig geiler Grillabend mit Kumpels. Ups. Und was war das noch? Richtig, schon wieder richtig geil. Viel zu viel. So, und am zweiten Tag jetzt Bratwurst und Schnitzelröllchen. Schnitzel-Mettröllchen übrigens. Hammerrezept. Also Bratwurst, Schnitzel-Mettröllchen und so ein Schweinesteak kalt. Deswegen gleich die nächste Frage. Was wird das? Holländische Fleischkroketten. Schließlich aus Resten gemacht. Und was bietet sich an als Grillreste? Hat man immer. Also, wie man Fleischkroketten macht aus Grillresten. Die quasi ultimative Resteverwertung. Das zeige ich euch. Wie immer, ganz schnell, ganz einfach. Da hinten, da unten bei mir in der Küche. Für die Fleischkroketten haben wir unser Grillfleisch. Roundabout 500 Gramm. Ein Esslöffel Petersilie, ein Esslöffel Schnittlauch, Speisestärke, Teelöffel Salz, halber Teelöffel Pfeffer, Teelöffel Paprika, halber Teelöffel Cayennepfeffer. Dann haben wir hier so ein ganz bisschen Paniermehl für später, Eier, Öl, auf geht's! Vor mir steht mein Mixer und hier ist das geschnittene Grillfleisch. Ich habe euch jetzt zugetraut, dass ihr wisst, wie man Grillfleisch schneidet. Deswegen habe ich das nicht gezeigt. Und dieses Grillfleisch kommt jetzt da rein. Unschwer zu erkennen, das Fleisch ist drin. Und jetzt kommen Eier dazu. Möglichst ohne Schale. Obwohl, wir pürieren das. Kalk hat noch keinem geschadet. Trotzdem versuchen wir natürlich, die Schale rauszulassen. So. Zwei. Und noch ein drittes. Drei Eier. Wunderbar. Und jetzt Deckel drauf, Mixer an. So, ihr seht, es ist gemixt. Es hat sich ein bisschen schwer getan, aber es ist gemixt. Wenn ihr zu Hause einen guten Pürierstab habt, damit geht das auch. Das fülle ich jetzt um. Ja, sieht schon fast aus, wie eine Frikandel von innen aussieht. Da kommen jetzt unsere Gewürze zu. Wunderbar. Und die Kräuter. Zack. Super. Und jetzt zu Anfang ein schöner Esslöffel von der Stärke. Erstmal zum Antesten, ob wir noch mehr brauchen. Und jetzt mit den Pitsche-Patsche-Händchen ein bisschen durchkneten. Und dann merken wir relativ schnell, wir brauchen auch die restliche Stärke. Rein damit! Und jetzt sehen wir schon, wie sich das langsam zu so einem schönen Brät verwandelt. Genau so wollen wir das. Aber noch lässt sich das nicht vernünftig formen. Deswegen haben wir ja auch unser Paniermehl noch. Und da kommen jetzt schöne 4 Esslöffel Paniermehl zu. Und dann nochmal kneten. So richtig fest kriegt man den Teig natürlich nicht. Aber er muss sich gleich nur formen lassen. Und die Konsistenz hat er jetzt schon. Super. Jetzt mit nassen Händen ein bisschen was rausholen. Und dann Krokettenform. Der Tipp hier ist, nicht zu dick, lieber mehrere kleine dünne. So, etwa so würde ich sagen, wie so eine Fleischkrokette halt aussieht. Und dann habe ich hier so einen Teller mit ein ganz bisschen Paniermehl. Dann kleben die euch nicht fest. Zack, ich mache die fertig, bis gleich. Und ta-ta-ta, da sind sie. Oh, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Die fertig vorgeformten Fleisch
Kroketten. Mega! Und jetzt der große Vorteil, dass die noch so ein bisschen feucht sind. Wir brauchen jetzt kein extra Ei. Wir nehmen einfach hier unsere Schale mit dem Paniermehl, nehmen uns hier so einen Klops und dann wenden wir den da so ein paar Mal drin. Und dann kriegt ihr so ein bisschen was drüber. Und dann geht es damit gleich schon an die Pfanne, beziehungsweise an den Topf mit dem heißen Öl. Ich mache den Jungen hier noch fertig. Bis gleich! So, ein heißer Topf, beziehungsweise ein Topf mit heißem Fett. Und rinn damit! Und nach 2 Minuten goldbraun, genauso sollen sie aussehen. Raus damit! Was soll ich sagen? Guckt euch die Burschen an hier. Holländische, niederländische. Entschuldigung, liebe Niederländer. Niederländische, / holländische Fleischkroketten und Achtung, Cross. Jawohl. Mega! Wir haben angefangen mit einem Rätsel und wir hören auf mit einem Rätsel. Was ist das? Beziehungsweise, was war das? Das hier war ein ultimativ geiler Grillabend mit Freunden. Und was ist das? Das sind niederländische Fleischkroketten. Ja? Und was wird das? Noch ein richtig spitzenmäßiger Abend. Ganz allein für mich. Und jetzt wollen wir mal probieren. Ja. Und so schnell werden aus Bratwürsten, Schweinesteak und Co. eine Krokette. Wenn ihr Hühnerfleisch übrig habt, habt ihr Hühnerkroketten. Nur so alles mischen. So Huhn, Schwein, Fisch, ja, obwohl da werdet ihr wahrscheinlich näher am Original dran. Mahlzeit! Ach, geil. Kann man machen. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Der Tag war schon so scheiße heute. So. Tag der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute fangen wir das ganze Ding hier mal mit Verhaspeln an. Oh. Und jetzt Deckel drauf, Mixer an. Warum geht er nicht? Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.